Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Die deutsche Übersetzung von dem Kilbill 158. Ich begrüße ihn, er ist irgendwie mit dabei. Yeah. Der Live-Bugfixer, wenn du so möchtest. Genau, ich hab's schon im Hintergrund immer offen für diverse Fehler. Aber ist gut, dass wir das echt noch gesehen haben, ne? Ich hab den gar nicht. Das ist Wahnsinn. Da muss ich echt geschlafen haben, ne? Und jetzt gehen wir mal gucken, ob wir uns hier was Cooles kaufen können. Zack. Yes. Ach, ich bin der Meinung, da unten gibt's ein Buch. Ich weiß nicht, irgendwie drückst du da komisch. Naja. Egal, jetzt gehen wir erstmal ganz zu, links. Zu der Onkel. Tu mal hier links an der Treppe vorbeilaufen. Oder kauf die Peitsche halt erstmal. Eine Kettenpeitsche. Ist das schon die Level 3 Peitsche? Nee, das ist Level 1, Level 2 Peitsche. Also ich habe jetzt die Level 0 Peitsche bis jetzt gehabt und das ist jetzt die Level 2 Peitsche. Nee, das ist jetzt Level 1 Peitsche. Aber es gab dann noch bei einer anderen Tür. Ach, das war dann. Ach so, okay. Hab nichts gesagt. Ja, bitte. Kommt schon noch. Gib mir mal die fucking Peitsche, Junge. Und die sieht du jetzt. Du hast vorher eine Lederpeitsche gehabt? Ja. Hast du eine Kettenpeitsche? Okay. Also das ist jetzt halt die zweite Peitsche. Ja, tu mal hier ein Glas hin, da. Ja, wenn der Opa sich mal verpissen würde hier. Ja, genau wo der steht. Ich meine nicht nur in der Wand, sondern wo der steht. Oh! Wo steht denn der? Da, so unten. Na, noch weiter rüber. Ja, da so bitte. Nee. Oh, und am anderen Ende so. Oh Mann, der Opa ist echt scheiße, der soll sich verpissen, der rennt mir hier immer. Hau ab, du Kackfrosch, ey. Tu einfach mal da am Boden ein bisschen was hinwerfen. Obwohl, nee, das kann gar nicht sein, weil quasi da wäre ja hier ein Loch und das wäre ja Quatsch. Nee, geh mal hoch. So. Jetzt probier mal hier was hinzuwerfen in der Mitte. Ja, okay. Einfach überall hinwerfen und gucken mal, ob was passiert. Nee, nee, rechts nicht. Gut. Dann weiter oben. Du zeigst genau mit der Maus drauf. Ich glaube, die sieht man dann nicht im Ach so. Im Bild. Achso, ja, keine Ahnung, ja. Guck mal da, ja. Nee? Hier so, wenn dann da. Da, wo du stehst. Nee, gut. Dann ist höchstens hier noch. Nee, da war auch nichts. Da hat man da schon war probiert. Nichts. Also wir werden öfter noch so, das ist dann so ein Multi. Hier, das ist, oder ganz links. Hier links. Ja, da hier. Da links, okay. Warte, ja. Guck mal da nochmal hin. Das sind so die typischen Stellen. Entweder an der Mauer oder mitten im Gang. An der Mauer setzt nee, dann geh ich weg. Büchlein. Ich bin mir sehr sicher, dass es eigentlich hier was gab. Ich bin jetzt sehr verwundert. An der Mauer, in der Mauer sitzt ein kleines Büchlein. Okay, jetzt wollen wir wieder zurück. Jetzt wollen wir die fucking Kettenpeitsche. Was, die Bücher? Ja, irgendwie. Jetzt haben wir eine Kettenpeitsche. Jetzt gehen wir ins Schloss rein und machen die alle platt. Es ist auch jetzt im Menü angezeigt, glaube ich. Drück mal rein. Da steht dann jetzt Kettenpeitsche dort. Ketten-P. Was war hier drin? Da war auch irgendwas Geheimes. Da war ein Typ, bei dem wir uns nichts leisten konnten. Ja, genau. Ne, der braucht man nichts. Der hat bloß, glaube ich. Was hat der verkauft? Weihwasser? Weiß ich nicht mehr. Ist egal. Lorbeeren ist nur für die Suppe da hier, dass du da durchlaufen kannst unverwunden. Chaka! Chaka! Boah, wie ich die voll wegpeitsche, ey. Die sieht ja auch jedes Mal ein bisschen anders aus, die Peitsche. Ja, die ist. Ist die länger? Die ist länger. Nee, die hat so richtig Ketten. Die sieht aus wie eine Kette jetzt. Die ist länger. Und länger, ja? Ja, die ist länger. Okay. Ist doch geil, ja. Ist recht rattengeil. Ratschinka! Hui! Die Zora ist ziemlich kacke, ey. Aber kein Problem für einen Simon von Belmont. Von Belmont. Oh, da gab's ja noch wesentlich. Teile gab's ja danach noch. Wahnsinn. Autsch. Unglaublich, was die da aus. Unglaublich! Na, ist doch so, ne? Was die aus der Serie rausgeholt haben, ist schon. Bei dem da eine Menge draus gemacht. Die haben ein richtiges Rollenspiel halt draus gemacht, ne? Ja. Scheiße! Definitiv. Man ist nämlich tot, wenn man ins Wasser springt, weil Simon ist nicht Simon the Sorcerer, sondern Simon Belmont. Deswegen machen wir immer schön ein Save State. Deswegen macht man ein Save State. Ständig. Das ist wie früher. Permanent. Das ist wie früher. Oh, leck mir hart am Arsch, ey. Wie bei Tomb Raider 2. Jawohl, wie geil. Wo man ohne die Kristalle. Oh, guck mal, ich habe mich reingepackt. Was? Ich habe mich in den Stein gepackt. Gepackt. Ey, lol. Ja, du kannst, hast Skill, ne? Das ist halt alles. Ich bin hier der Master of Mark Disaster. Ha! Oh! Ein Schlag, Junge! Bam, Junge! Das Zeug's ihm! Rage! Sind wir jetzt schon da? Weißt du wo? Ja. Jetzt sind wir gleich wieder da, wo ich nicht weitergekommen bin, weil ich zu dumm war. Stirb! Stirb! Rage. Jetzt kommt wieder der Typi. Stopp! Oh.
Ein großes Ganzes. Den hast du ja ganz schön besorgt, würde ich sagen. Hab ich vorher noch reingedrückt, ey. Ah, Duck Jump kann er nicht. Also ich habe jetzt endlich eine Map gefunden, wo die alle drauf sind. Sehr geil. Jetzt können wir auch die Bücher ohne Probleme finden. Mauszeiger! Achso, ja, schön. Der wird nicht aufgenommen. Ach ja, stopp, jetzt geh mal nach rechts hier. Okay. Jetzt stehen aufpassen von ein paar Gegner. Kannst eigentlich mal saven hier. Ja, gute Idee. Das ist hier so eine Safe-Stelle. So, am Ende haben wir nämlich mal ein Buch. Endlich mal. Endlich? Ein Heimbuch. Halt ja, halt ja! Ja, es gibt 16 versteckte Bücher. Ist ja leck, Junge. Jetzt müssen wir echt Hub-Aktionen hier beweisen. Am besten selbst hier nochmal. Ach, kein Problem, ja. Okay, jetzt alles hier, da. Ein Buch! Okay. Ein Buch! Ich save mal das. Das werden wir jetzt lesen. Ja, genau. Für eine Reliquie zerstöre einen Kristall mit dem Pflock. Okay. Ah ja, cool. Das ist, also die Heinz-Bücher, die lügen auch nie zum Beispiel. Das sind richtig gute Hinweise eigentlich. Ja, Bücher lügen nie. Das ist wie das Internet. Das Internet lügt auch nie. Das sagt man so, ja. Man sagt so. Habe ich gehört, ja, dass das Internet nie lügen sollte, aber naja. Schakadaka! Kakalaka! Ha 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 ha! Shaka Kakalaka! Shing Shang! Shung! Oder wie Son Goku sagte, Stein, Schere, Papier! Nee. Papier, Schere, Stein. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall war Stein am Ende und hat dann den Gegner voll in die Fresse geboxt. Geboxt. Na, what? Hast du das gesehen? Ja. Ich bin so perfekt da durchgesprungen. Das war, Skill. Ich würde einmal sagen. Das war der absolut. Das war voll mit Absicht, nämlich, um zu zeigen, wie richtig gut ich hier in diesem Spiel springen kann. Deswegen mache ich jetzt gleich ein Safe-Set. Nachdem ich diesen Typ da besiegt habe. Gute Idee. Sehr gute Idee. Hadouken! Hadouken! Weißt du, was mich wundert? Oder eigentlich wundert es mich dann am Ende doch nicht, dass es hier Simon noch nicht bei Smash Bros. Gibt. Ey! Ohne Flachs, ich bin noch auf das Ding draufgesprungen. Ja. Okay, ja. Ey, das ist Fake. Das ist Fake-Boden. Ja, richtig, ist Fake-Boden, ja. Der gibt sie, warte, der ist, kann ja auch sagen, wie viel Steine breit da ist. Warte mal. Der ist 2 Steine breit. Ja, genau. Genau. 2 Steine. Hatschi. Weil, wenn Simon ja mitmachen würde bei Smash Bros., das wäre echt kacke. Weil? Der würde total verlieren. Wenn er getroffen wird, fällt er mal rückwärts. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Jetzt gibt's, tu mal da oben dann save, weil im Grunde gibt's ja auch den versteckten Händler und, oh, ja, das wird. Gut. Aber wir haben es fast geschafft. Also die Castles sind eigentlich nie riesig, ne? Kann man ja auch mal sagen. Wo bist du jetzt? Ach, da. Doch, das da bist du jetzt so darunter, genau. Ich bin jetzt machst du mal ein Safe. Genau, oh, scheiße, ach, nee, noch eins runter, noch eins. Nein, warte, vielleicht kann ich hier was aufspringen. Nein, geht nicht. Ich weiß es besser. Ja. Sagen wir es mal so, ich weiß es besser. Der Kirby, das übersetzt, ich weiß es besser. Genau. Da gehen wir runter, ja. Double Kill! Double Kill! Jetzt gehe ich hoch, ja. Genau. Weil er war nicht dieser Typ. Genau, das ist dieser. In jedem Castle gibt es im Grunde einen, der ist noch relativ offensichtlich, der den guten Stuff verkauft. Eichenpflock mitnehmen für 50 Euro. Den? Nee. Pass auf, den Eichenpflock werden wir. Hallo, hast du das Buch gelesen? Ja, aber kann ja sein, dass sie mir das kostenlos gibt. Nee. Das sind das wie Problem diese ist, Typen. Oh. Ja, genau, das wollte ich als nächstes sagen. Löse deinen Fluch auf und. Brahms Villa gehört dir. Oh, geil. Okay, gut. Aber pass auf, den Flock werden wir brauchen, weil in jedem Schloss gibt es nämlich eine Reliquie und die ist von so einer Blase geschützt. Muss ich hier runter? Nee. Ja. Hier stopp. Runter. Aber erstmal rechts. Nee, erstmal oben rechts. Ich oben war doch da kam ich doch her. Gut, dann jetzt hier rechts. Wie es like Chuck Norris. Na, geh weiter. Oh, eine Flamme flackert im Ring des Feuers. The Ring of Fire. The Ring of Fire. Ja, das ist eine Anspielung auf dem Ring. Das, ja. Du kriegst noch einen Ring später. Ach so. Ja, ja. Wie Alex Kidd. So ähnlich, ja. Ich hab eine Ring of meine Iron. With Iron. Ja, ja. Warte mal, was wollte ich sagen? Achso, den Flock, genau. Ja, stopp. Nee, war okay. Okay, kannst speichern. Ist okay, alles cool. Soll ich mal nach links gehen? Nein, da geht's wieder zurück. Okay. Da geht's zum Ring of Fire. Ah, scheiße.
Ey, nein. Das ist ein Loch. Nein. Ist er? Nein. Hast du noch, hast du ein Safe Set gemacht? Ja, warum? Nein. Wo ist denn der letzte? Hier. Ist das schon ein paar Meter davor? Scheiße, wir müssen wieder da hoch. Warum? Stopp mal. Weil du bist da runtergeflogen. Ja. Ja, da kann man höchstens nach rechts, aber rechts ist nichts weiter. So. Ah, fuck. Gut, geh mal links zurück. Warte, hier geht's irgendwo lang. Ja, nee. Ende. Da ist nichts weiter. Ende Gelände. Schluss, ja, aus, Ende. Du hast jetzt hier voll Bock müssen. Nee, Quatsch. Es gibt eine Abkürzung, ist okay. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen, ja Ficker. Ich hasse so einen Scheiß. Ja, ist okay. Zumindest haben wir alle Bücher schon mal, sehr cool. Oh, auch sehr, schon oben. Sehr. Ja, du kannst hier überall runterfallen, da gibt es immer so eine Zweierblecke, wo du reinfällst. Das will ich trotzdem erstmal hier lang. Ich will das jetzt sehen. Okay, ich merke schon, du willst das sehen. Gut, dann machen wir das jetzt, dann machen wir es jetzt eiskalt. Dann wirst du sehen, dass quasi hier nichts weiter ist. Außer der Tod. Hier ist nichts. Lass mal. Scheiße. Okay. Okay, jetzt gehen wir einfach ganz nach links. Ich tue dich quasi leiten. Hier wäre eigentlich der Rückweg gewesen, verstehst du? Du hast eigentlich im Grunde müssen wir den ganzen Kreis jetzt nochmal laufen. So. Weil da oben rechts, du wirst kaum glauben, genau eine Kammer weiter war Ende. Ach. Ja. Du hast genau vom Ende und bist in das doofe Loch reingeflogen. Aber das ist so dieses versteckte Geheimnis. Nee, du kommst ja nicht, du musst ja links. Pass auf, hier kannst du nur 4 Blöcke laufen und dann fällst du rein. Und dann nochmal 4 Blöcke. Oh, rein. Ich bin down. Okay, das ist klar. Also gehe ich jetzt einfach hier lang. Einfach unten genau. Lang weiter. Ja, du kannst im Grunde auch gleich ganz unten lang laufen, weil du fliegst ständig runter. Ah. Da oben da sind ein Haufen Löcher drin. Okay. Genau, das kannst du eigentlich so machen, ja. Genau, und dann gehst du der Kammer im Grunde die erste Treppe hochgehen schon, die dann nach oben geht wieder. Mach ich? Ja, da kommen wir relativ schnell wieder hin. Ja, genau. Da kann man auch hier unten lang und dann das ist alles Quatsch. Ah. Warum alles nicht? Das Spiel ist weg. Okay, ich hab einen Vorschlag, ja. Pass mal auf. Ja. Du hörst auf, mit der Maus so viel zu wackeln. Genau. Nee, nach links musst du. Hätte ich das sein können, dass da noch was ist, was noch keiner vor mir entdeckt hat? Nee, ich glaube nicht. Wir haben bis jetzt in dem Schloss. Ach, haben wir sind jetzt wieder ganz am Anfang. Genau. Oh. Im Schloss haben wir quasi alle Bücher. Ja, weil du in das eine Loch reingeflogen bist. Das ist aber nur in dem Schloss, Gott sei Dank. So ein komisches Ding da. In den nächsten Schlösser siehst du das dann wieder. Nee, safe mal da oben jetzt, ja. Naja, mach ich. Jetzt kannst du solche abkürzen, wenn du links hoch gehst. Nee, geh links hoch die Treppe, dann bist du schneller dort. Ja, bin ich gerade dabei. Okay, cool. Boah, Simon. Das Gute ist, es gibt, glaube ich, jetzt auch keinen Endboss hier in dem Schloss. Boah, das wäre echt prächtig, weil ich habe nämlich nur 3 HP-Balken. Genau, wir müssen im Grunde nur durchhalten. Warte, ich speichere zwischendurch mal. Ja. Ja, das Loch war halt, das war halt ultra doof, ne? So, pass auf, jetzt kannst du wieder 2 Blöcke fallen hier. Laden. Er sagte es gerade noch. Ja. Ich bin ja echt hilfreich auch. Und, ja, perfekt. Kannst du gleich mal wegsaven. Gute Idee. Ja. Genau, jetzt müssen wir die Treppen runter, also rechts runter dann. Ey. Jetzt wird's knapp. Ja, genau, mach das lieber so. Kein Problem, alles safe, ja. Wir haben es ja fast geschafft. Ich wusste nicht, dass die brennen, die blöden Stöcke von dem Onkel. Ja, ja. Im Grunde ist es. Waren wir echt genau vom Ende, ne? Kann man es glauben. Und das, was wir jetzt so lang gelaufen sind, das war der Rückweg quasi schon. Hier jetzt runter, ja? Ja, runter, genau. Alles gut, ganz gleich. So, jetzt da links, dann da wieder runter. Safen. Mhm. Okay. Wieder runter? Nee, runter, okay. Ja. Hinten war doch bloß das Buch. The Evil Book. Safen? So, jetzt pass auf, ne? Jetzt darfst du keinen Mist bauen, ja. Und zwar genau in der Säule sind die 2 frei. Ach was. Jo. Dass man sich das auch hier merken kann, ja. Geil. Ja. So, jetzt kannst du einfach hochgehen. Ja. Jetzt kommt eigentlich nichts mehr, jetzt ist alles gut, alles gut. Da oben ist quasi theoretisch das Ende erstmal. Ja, so, deswegen ja. Hingen da so viele Tote. Ja. Und da ist diese Perle. Ist bloß eine Perle, mehr nicht? Und diese Perle, ja, warte mal, diese Perle kriegst du nur auf mit, hat das Buch dir gesagt. Ja, mit dem Pflock. Mit dem Pflock. Und wo ist der Pflock?
Den hab ich mal gekauft. Bam, Junge! Such die Dragon Balls, hol sie dir zurück. Das erste Reliquie kriegen wir von 6. Nee, von 5 oder 6. Das ist die schützende Rippe Draculas. Yeah. Na gut, okay, die Rippe von Dracula, die kann schon schützen, das sehe ich ein, ja. So eine normale Rippe natürlich nicht, so ein normales Rippchen, das schmeckt halt lecker. Jetzt safe mal erstmal das ganze Ding hier. Flock! Kann ich den Flock nicht werfen? Nein, Flock ist nur für, um das Ding abzuholen. Mit Kunde haben wir da sind Knochen. Ja, das ist die Rippe, solltest du auch. Ja. Die schützt wirklich, du hältst mehr aus. Soll ich es jetzt mal probieren? Nö. Aber das ist so. Mehr ist es nicht. Eigentlich genauso viel gerade. Nein, du hältst wirklich irgendwas mehr aus. Ja, doch. Ich weiß mal nicht, was genau, aber die schützt wirklich vor irgendwas. Oh Mann, ja. Junge. Mach den Dämonen tot, das ist der Dämonentöter-Song. Dämonentöter-Song, ja. Und ich bin nämlich das C-Team. Dämonentöter-Song. Kill den Dämonen und mache ihn dann tot. Hallori, hallori, hallero. Ach nee, du hast jetzt ein Schild. Was hab ich? Du kannst dich jetzt vor Pfeilen, also die Rippe schützt dich vor Pfeilen, vor Projektilen. Oh, geile Scheiße. Kannst jetzt du plötzlich musst, auswählen. Ja. Bam. Schild. Also wenn jetzt jemand auf dich schießt, kannst du Bam machen. Oh, mir tut's auch nee, gut. Schießt. Hätte ja sein können, dass man das doch so normal beschützt. Geilo Scheiße, Leute, wir haben's gepackt, man. Gepackt, man. Ich habe keine Angst mehr vor euch. Ich werde euch zurück töten. Das heißt jetzt, da müsste der mich ja hier nicht mehr töten können. Von Weitem. Nee, von Weitem nicht mehr, nee. Das war schon. Ja, aber geil, das hat den sogar zurückgeschießt. Geschießt. Ja, die war die Vergangenheitsform von Schießen ist so eindeutig Schissen. Fuck. Schissen. Schissel the Rizzle, the Schissel. Sag mal, wie viele Reliquien waren es gleich nochmal insgesamt? Weiß nicht, 5. Ey, doch, wir haben wirklich eine Peitsche übersprungen. Sag ich die doch. Erste Peitsche, die wir haben, die ist Leder. Also, die ist Leder. Ne? Die nächste ist die Dornpeitsche und die war in der ersten Stadt. Die konnten wir in der ersten Stadt schon kaufen. Genau. Wir haben auch gleich die Chain Vibe gekauft. Das heißt, wir haben die Dornpeitsche leider nicht gesehen, liebe Zuschauer. Naja, aber ich hab die schon mal gesehen, das ist okay, die funktioniert. Morningstar, okay. Danach kommt der Morgenstern und dann kommt Flammenpeitsche. Das war's dann auch schon, den haben wir nur schon alle. Und dann kommt Chuck Norris. Chuck Norris Peitsche. Aber wie viele Reliquien waren das gleich nochmal? 1, 2, 3, 4. Jetzt hab ich mich wieder vor dem Typen erschreckt, ey. Leck mich hart am Arsch. So, ich geh jetzt erstmal heilen. Und dann ist der Pott schon wieder vorbei, Leute. Die haben wir jetzt kräftig überzogen, aber das ist ja nur fürs Gemeinwohl. Genau, also wir haben quasi 5 Reliquien müssen wir finden und wir haben schon eine gefunden, das ist schon mal gut. Ausgezeichnet ist das. Eine von 5 gehört uns und wir gehen jetzt zur zweiten im Grunde und das sehen wir im nächsten Part. Korrekt. Also Leute, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Sagst du noch tschüss? Tschüss. Ja. Sehr gut.